Also mich freut es, dass Gastronomiebetriebe offensichtlich Interesse an unseren Sonnenstühlen haben. Dafür waren sie ja gemacht, sozusagen nach außen zu treten mit der Sonne in unserem Herzen und in der Stadt. Wir haben zwar versucht, die Sonnenstühle, die waren früher 119 Euro, wir haben sie jetzt mit Eigenproduktionsanteilen auf 99 Euro gebracht. Ist immer noch nicht wenig Geld, aber ich nehme die Frage jetzt einfach mit ins Gremium, in Stadtrat und in Gemeinderat. Vielleicht können wir da eine Ermäßigung für die Gastbetriebe ermöglichen. Danke auf jeden Fall für die Frage und fürs Interesse. Früher hat es diese Bekleidungscontainer gegeben. Leider hat es da immer wieder Fehlwürfe gegeben. Das heißt, die Leute haben in diese Bekleidungscontainer anderen Müll entsorgt. Und da hat man sich dann entschieden, dass man die Altkleidersammlung bei unserem ASZ abgeben kann. Vielleicht kurze Info. Alle alten Kleidungsstücke, die beschädigt sein, die verschmutzt sein, können im Restmüll entsorgt werden. Und wenn es jetzt wirklich ganz viele Altkleider sein, die zu entsorgen sein, dann bitte einfach bei uns in der Stadt anrufen, da werden wir sicher eine Lösung finden. Der Lienzer Gemeinderat hat im letzten Gemeinderat schon beschlossen, dass wir in der Peter-Weber-Gasse eine 30er-Zone einführen wollen, in dem Bereich beim Wohn- und Pflegeheim. Dort seien wirklich Personen, die, glaube ich, den Schutz ganz besonders brauchen. Wir haben Messungen gehabt in der Peter-Weber-Gasse und das war wirklich für uns alle erschreckend. Es gibt tatsächlich Autofahrer, die mit bis zu 95 km/h durch die Peter-Weber-Gasse brausen. Also, Gemeinderat hat es beschlossen, 30er, jetzt wieder der übliche Ablauf. Jetzt ist die Bezirkshauptmannschaft und das Baubezirksamt an der Reihe und wir hoffen, dass wir relativ rasch die 30er-Zone dort auch mit Schildern anbringen können und dass die dort auch gilt. Ja, auch da war der Gemeinderat schon aktiv. Der Zebrastreifen ist beschlossen. War ja ein ganz großer Wunsch, dass es sogar eine Bürgerinitiative und eine Unterschriftenliste für diesen Zebrastreifen geben. Also das Ansuchen liegt derzeit bei der BH und beim Baubezirksamt für den Zebrastreifen nach dem Gemeinderatsbeschluss. Und wir hoffen jetzt, dass wir da relativ rasch eine Antwort kriegen und den dann auch umsetzen können. An sich gibt es da ganz eine klare Regelung. Es gibt den Radtrail mit gewissen Regeln und sobald man den Radtrail verlassen hat, ist man auf einer Straße und da gilt die Straßenverkehrsordnung. Und da gilt es einfach nur, alle, die diesen Radtrail benutzen, darauf aufmerksam zu machen. Bitte haltet euch an die Regeln. Das ist eine wirklich gefährliche Situation. Da sind viele Kinder und Jugendliche und ältere Leute unterwegs zum Spazierengehen, zum Schlossteich und zum Schlossbruck. Und wir freuen uns, wenn der Radtrail benutzt wird, aber sobald der Radtrail aus ist, bitte darauf achten, Straßenverkehrsordnung, langsam fahren, auf Sicht fahren und Rücksicht nehmen auf die anderen Verkehrsteilnehmer. So, das war jetzt für mich auch eine neue Erfahrung, so mit euch in Kontakt zu treten, eure Fragen und Anliegen zu beantworten. Mir hat es sehr gefallen, ich hoffe euch auch. Wir machen jetzt eine Pause bis Juni. Bitte stellt weiter eure Fragen. Wir melden uns dann wieder. Ich hoffe, ihr freut euch schon so drauf wie ich. Bis bald.